ein frohes, gesundes, glückliches und, wie ich denke, auch erfolgreiches neues Jahr wünsche ich Ihnen erstmal. Auch wenn der Start natürlich speziell im Edelmetallsektor eher so, eher so durchwachsen gewesen ist. Aber ich glaube nach wie vor, dass wir vor einem sehr, sehr guten Jahr für die Edelmetalle stehen, für ein sehr, sehr interessantes und spannendes Jahr und sicherlich oder vermutlich auch gutes Jahr für die Edelmetallaktien, wenngleich auch hier der Start relativ holprig gewesen ist, weil wir auch schon die ersten schlechteren Meldungen bekommen haben von Seiten der Goldminenunternehmen, aber da kommen wir noch gleich dazu. Also wie gesagt, insgesamt holpriger Start, aber ich bin der festen Überzeugung, dieses Jahr wird interessant. Und insbesondere da, weil ich eben glaube, dass die US-Notenbank ihre Zinsen senken muss. Ich glaube tatsächlich, dass wir momentan ein bisschen zu viel Optimismus haben mit dieser ersten Zinssenkung in der März-Sitzung bereits. Wir haben ja heute noch Inflationsdaten, die wir mit Spannung erwarten. Da schauen wir mal drauf, da wird sich der Markt so ein bisschen mehr Aufschluss darüber geben. Man geht davon aus, dass die Inflation so ein bisschen leicht wieder gestiegen sein könnte, aber insgesamt gleichbleibend oder niedriger, dann glaube ich, wird sich das ganze Bild dieser Zinssenkung etwas verfestigen. Schauen wir auf den Goldpreis, der im laufenden Jahr, eher so ein bisschen nach unten wieder tendiert ist. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, wo wir herkommen. Also wir waren im Oktober oder Anfang Oktober noch bei knapp über 1.800 Dollar, sind dann an der Spitze, man sieht es hier leider nicht, auf über 2.100 Dollar nach oben gelaufen und konsolidieren jetzt ein bisschen. Das Ganze kann man durchaus als gesund bezeichnen, das Ganze kann man durchaus als verdient bezeichnen. Mein einziges Problem ist damit, dass die Minen so wirklich so ein bisschen so die Miesepeter bei der ganzen Geschichte nach wie vor spielen. Das wiederum hängt in meinen Augen sehr stark mit den Silberpreis zusammen, der schlicht und ergreifend nicht in die Gänge kommt. Also Silber ist irgendwie so, das hängt in den Seilen und Sie können jetzt sagen, ja, die Industrienachfrage soll steigen und Silber soll ins Defizit drehen im laufenden Jahr. Also es soll mehr Nachfrage als Angebot da sein, interessiert keinen Menschen. Ich glaube, und da ist meine feste Überzeugung, dass der Silberpreis nicht durch die Industrienachfrage gesteuert wird, die relativ träge ist, sondern der Silberpreis wird gesteuert durch die Investmentnachfrage. Das heißt, irgendwann müssen die Investoren kommen und müssen Silber kaufen, damit der Silberpreis auch steigt. Wann tun sie das in der Regel? Das tun sie in der Regel, wenn sie Silber als günstige Alternative zu Gold entdecken. Und das Problem ist, dass momentan die Investoren, zumindest die Institutionellen, ja Gold noch überhaupt nicht entdeckt haben, obwohl wir bei über 2.000 Dollar stehen. Das heißt, im Moment schaut noch keiner wirklich auf diesen Silberpreis. Dazu haben wir natürlich dieses Problem, dass wir durchaus Rezessionstendenzen sehen könnten und durchaus die Rezession im laufenden Jahr globaler Natur sogar werden könnte. Das heißt, nicht nur die USA, vielleicht auch in Europa, in Deutschland kennen Sie das Problem ja schon, und vielleicht auch in einigen asiatischen Ländern. Wir haben zum Beispiel auch China, das auf der Kippe steht. Da muss sich entscheidend greifen, die Konjunkturmaßnahmen, die man momentan ergriffen hat, oder greifen sie nicht. Auch bei China war das Wachstum ganz, ganz schwach gewesen, zuletzt im vergangenen Jahr. Also das ist zum Beispiel eine der größeren Nachfrage auf dem Weltmarkt. Aber, wie gesagt, meine feste Überzeugung, Silber wird nicht durch die Industrienachfrage, wird sich der Preis nicht entscheiden. Er wird sich entscheiden, wenn die Investmentnachfrage zurückkommt. Und da kann es durchaus sein, dass wir sogar in der Rezession rutschen und der Silberpreis trotzdem steigt, weil irgendwann die Anleger sagen, hey, Gold ist jetzt bei 2.300 Dollar, jetzt schauen wir doch mal auf den Silberpreis, der ist vielleicht erst bei 26 oder 27 oder 28 Dollar und das Ganze dann Richtung 35, 40 Dollar nach oben hieft, wenn eben die Investmentnachfrage zurückkommt. Ich habe heute mal ein komplett anderes Edelmetall dabei und das ist Palladium. Palladium ist so ein bisschen Mysterium. Also der Palladiumpreis hat hier so mal ein riesiges Lebenszeichen gesendet. Ja. Sie müssen ein bisschen mal schauen, wo wir daherkommen. Wir reden hier von einem Plus von ungefähr 30% binnen, was waren das gewesen? 7 Handelstagen und dann haben wir das Ganze wieder abverkauft. Und Palladium, es sind für Platin und Palladium relativ viele Analysten optimistisch. Und ich muss sagen, aus technischer Sicht finde ich das auch sehr, sehr spannend. Palladium hat wahnsinnig verloren. Man scheint hier so, zumindest auch wenn das noch kein Ausbruch war, hier so eine Bodenbildung einzuleiten. Aber mein Problem ist ein bisschen, und deshalb bin ich ein bisschen hin und her gerissen, aus fundamentaler Sicht tue ich mir schwer zu sagen, Palladium, Platin, die sind sehr, sehr spannend. Warum? Einfacher Grund, Palladium und Platin sind eigentlich Katalysemetalle. Das heißt, der Hauptverwendungszweck dieser beiden Edelmetalle sind Katalysatoren. Und da sind wir beim Thema Verbrennungsmotoren. So, nun soll der Verbrennungsmotor
politisch gewollt oder von Konsumenten gewollt, das lasse ich mal dahingestellt, langsam verdrängt werden oder möglichst schnell verdrängt werden sogar, und es soll die Elektromobilität kommen. Das heißt, der Hauptanwendungszweck, den wir jetzt haben, bei diesen beiden Katalysemetallen wird kleiner werden. Jetzt gibt es natürlich, klar, man braucht es irgendwie zur Speicherung von Energie bei Wasserstofferzeugung. Ja, aber das wird das Ganze nicht ausgleichen. Also technisch finde ich Palladium und Platin sehr, sehr spannend. Aus fundamentaler Sicht muss ich mich fragen, warum soll das ganze Zeug jetzt steigen? Es gab vor 3 Jahren ungefähr diesen Palladium-Anstieg von unter 1.000 Dollar auf über 2.000 Dollar. Und der war auch nicht wirklich fundamental getrieben gewesen. Das war auch mehr eine Spekulationsgeschichte. Also will ich das nicht ausschließen, dass das passiert. Und wenn dieser Markt, der sehr, sehr klein ist, zugegebenermaßen, der Palladium-Markt, plötzlich mal ins Laufen kommt und dann so Trendfolger aufspringen und Spekulanten aufspringen, dann kann sich das Ganze verselbstständigen. Aber aus fundamentaler Sicht, aus rein fundamentaler Sicht, dürfte die Nachfrage nach den Palladium-Geschichte in den Jahren, die jetzt kommen, eigentlich zurückgehen. Es sei denn natürlich, aus irgendwelchen Gründen, die ich allerdings momentan nicht sehe, das scheitert die ganze Elektromobilitätsgeschichte. Also im Moment technisch spannend, aus fundamentaler Sicht muss ich sagen. Und ich bin tatsächlich immer so ein bisschen so, es juckt in den Fingern, die Sibanye-Stillwater zu kaufen. Also Sibanye ist ja im Prinzip so ein Spin-off gewesen damals von Goldfields, erst vor allem Gold-Assets gewesen, aber eben jetzt durch die Stillwater-Übernahme auch wesentlich stärker in den Bereich von Platinum und Palladium expandiert und natürlich auch Rhodium. Die Aktie hängt natürlich am Preis, und der Rutsch, den wir gesehen haben von Palladium und auch Platinpreis, Palladium und Platinpreis, lastet natürlich auf die Aktie, die wahnsinnig unter Druck gekommen ist. Dazu fährt man jetzt eine neue Strategie, man will mehr in grüne Energien investieren und am anderen auch in den Lithiumsektor einsteigen. Das Ganze ist ein bisschen verworren, wo man ein bisschen sagt, wissen die momentan, was sie sagen. Trotzdem wäre das natürlich ein sehr, sehr großer Hebel auf ein Comeback von Palladium insbesondere. Aber ich schrecke ein bisschen zurück momentan, weil ich einfach sage, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wieso das aus fundamentaler Sicht sein soll. Gleichwohl, ähnlich wie wir es auch schon bei Palladium gesehen haben, wir scheinen hier in dem Bereich von 1 Euro, oder das sind keine ADRs, das ist, glaube ich, die Aktie, scheinen wir tatsächlich den Boden einziehen zu wollen. Und das ist eigentlich das, was so ein bisschen Hoffnung macht aus technischer Sicht. Aber auch hier, wie gesagt, die Fundamentals ein bisschen schwierig für einen Einstieg zu finden. So. Schauen wir zu Gold und schauen wir zu Barrick Gold. Barrick Gold, es gab jetzt einen Bloomberg-Bericht, wonach bekannt wurde, dass Barrick Gold-Chef Mark Bristow sich damit beschäftigt hat, First Quantum Minerals zu kaufen. Und er ist wohl gegangen, also nicht er persönlich, sondern natürlich für Barrick Gold. Und er ist wohl zu den Großaktionären von First Quantum gegangen und hat gesagt, wie sie denn zu einer Übernahme stehen. Wie sie dazu stehen, wissen wir leider nicht. Was ist die Story dahinter? Also First Quantum, Kupferproduzent. Das größte Asset, das wichtigste Asset ist Cobalt Panama, eine riesige Kupfermine in Panama, im Dschungel von Panama. So, das ganze Ding ist genehmigt gewesen, dann gab es einen riesen Hickhack um die Fortsetzung der Genehmigung. Irgendwann hat man sich, indem man einfach mehr Abgaben an den Staat zugestanden hat, sich darauf geeinigt. Und dann kamen Umweltaktivisten und Anwohner, haben gesagt, hey, das wollen wir nicht, haben die ganzen Zufahrtswege blockiert und sogar am Hafen blockiert, und diese riesige Operation Cobalt Panama musste stillgelegt werden. Und momentan ist hier Stillstand. Die Aktie von First Quantum gecrashed. Wenn man es gelingt, Cobalt Panama wieder in Produktion zu bringen, wenn man hier einen Kompromiss findet, dann wäre First Quantum ein Schnäppchen zu den Kursen. Mike Bristow hat es bewiesen, er hat es in Tansania bewiesen, er hat es in Papua-Neuguinea bewiesen, dass es möglich ist, dass er das kann. Ich glaube, wie gesagt, es wäre ein Schnäppchen, und es wäre natürlich auch langfristig sehr, sehr stark, mit solchen Deals Barrick Gold wachsen zu lassen. Es kann allerdings sein, dass kurzfristig der Markt sagt, weil ich gehe davon aus, dass es ein Paper-Deal werden würde, also dass quasi Aktien ausgegeben werden zur Akquisition, wenn es denn eine Akquisition geben sollte. Kann natürlich sein, dass es dann die Aktie nochmal unter Druck setzt. Also wie gesagt, wenn es einer schafft, glaube ich, dass es Bristow ist, der es schafft. Er hat ja auch mit Sicherheit sich da schon informiert und mittlerweile schon Gespräche geführt mit der Politik.
Wir haben natürlich ein Wahljahr, glaube ich, dieses Jahr oder Vorwahljahr. Nee, dieses Jahr müsste Wahljahr sein in Panama. Das ist natürlich auch ein schwieriges Jahr, weil da wird sich die Politik ungern gegen die Bevölkerung richten oder gegen diese Aktivisten richten, die übrigens auch Zuspruch von Thunberg und Leonardo DiCaprio erhalten haben. Ich glaube, es wäre langfristig, wenn er es schafft, das Ding in Produktion wieder zu bringen, ein sehr, sehr guter Deal. Aber kurzfristig könnte das Ganze ein bisschen belasten. Barrick Gold, ich habe selbst ein paar Aktien an der Stelle, der Hinweis, halte ich aber für im laufenden Jahr für wirklich die Chance, dass wir hier über 50% Potenzial haben bei der Aktie. Newman, die Newcrest-Übernahme ist mittlerweile abgeschlossen. Was ist passiert? Im Dezember gab es einen Todesfall auf der Brucejack-Mine. Die Mine wurde daraufhin kurzfristig außer Betrieb genommen. Brucejack-Mine in British Columbia in Kanada war eine ehemalige Newcrest-Mine. Momentan noch nicht bestätigt, aber es gab einen Twitter-Post und zwar von den Unabhängigen und der hat gesagt, Newman hat die Operation auf der Telfer-Mine in Australien ausgesetzt, weil man Probleme an den Tailings gesehen hat. Ganz heikles Thema. Tailings, wissen Sie, das ist im Prinzip Abraumhalten auf Deutsch. Da liegt der ganze, ja, das ganze Zeug drin, was man momentan nicht braucht. Das ist mit Cyanid versetzt. Das Ganze hat man dann, meistens sind das so Becken, weil das Ganze noch flüssig ist. Und wenn dann natürlich so ein Damm bricht, dann ergießt sich all das, was man nicht in der Umwelt haben will, eben in das naheliegende Tal oder was auch immer man dann daneben hat. Wie gesagt, nicht bestätigt von Newman bis jetzt. Telfer ist eine ehemalige Newcrest-Mine. Das heißt, man kauft Newcrest, hat einen Todesfall auf der Brucejack-Mine, was natürlich ein Unfall war, wo keiner drin steckt, aber natürlich unglücklich und müsste, wenn der Post stimmt, tatsächlich die Telfer-Mine, also die größte australische Mine von Newcrest, außer Betrieb nehmen. Dann würde diese Übernahme natürlich in ganz komischem Licht dastehen. Also ich glaube, dass man tatsächlich von Newmans Seite her da nicht wirklich glücklich sein dürfte. Ich habe auch ein paar ganz wenige Newman-Aktien im Depot. Also wie gesagt, ich glaube, Barrick momentan ist über Newman zu bevorzugen, wenn sie die Wahl vor der Wahl stehen, obwohl Newman in der letzten Zeit mehr verloren hat. Aber diese beiden Meldungen, wie gesagt, der Todesfall bestätigt von Newman, diese Probleme, nicht bestätigt von Newman. Falls das stimmen sollte, wäre das, glaube ich, kein wirklich tolles Szenario für den weltgrößten Goldproduzenten nach der Übernahme von Newcrest. Wesentlich besser schaut es da schon bei K92 Mining aus. Die Aktie hat ein ganz, ganz schwieriges Jahr 2023 war das gewesen, hinter sich gehabt. Man hat im Frühjahr melden müssen, dass man hier zwischenzeitlich die Anlage abschalten musste wegen ungeplanter Wartungsarbeit. Man hat Probleme gehabt mit der Minentätigkeit und so weiter und so fort. Auch hier gab es einen Unfall. Zwei Menschen sind gestorben auf dem Weg zu der Mine. Mittlerweile hat man sich wiederholt. Die letzten Produktionszahlen, die wir jetzt bekannt gegeben haben, waren eine Rekordproduktion gewesen in dem vierten Quartal. Hochgerechnet käme man, glaube ich, so auf 150.000 Unzen im Jahr, wenn man diese Produktionsrate aufrechterhalten könnte. Also es schaut wieder wesentlich besser aus. Die Aktie ist wieder nach oben angezogen. Und das Ganze schaut eigentlich nach einer schönen Untertassenformation aus, die man hier gebildet hat. Also K92 Mining mit Sicherheit interessant. Und man hat dieses Seuchenjahr 2023 hoffentlich damit auch hinter sich gelassen. First Majestic Silver habe ich ganz ehrlich nur dabei, weil man irgendwo mal so eine Silberaktie auch braucht. Wir haben den Silberpreis angeschaut und der schaut wirklich furchtbar aus. Und das ganze Positive, wenn wir irgendwas daraus ziehen wollen, ist im Prinzip, dass wir bei den Silberaktien nicht mehr auf ein neues Tief gefallen sind. Also einige marschieren zum Beispiel auch schon wieder. Wir haben gestern eine relativ gute Performance von Fortuna Silber gesehen, was mit einer Schuldenrückzahlung zu tun hatte. Aber wir haben kein neues Tief mehr gemacht und das ist eigentlich das, was so ein bisschen Hoffnung gibt für die Silberaktien oder für den gesamten Sektor, dass wir eben wieder dieses Gröbste überstanden haben und dass das jetzt wirklich nur noch ein sicherlich schmerzhafter, aber doch nur ein Rücksetzer im einen neuen Aufwärtstrend ist, den wir sehen auch beim Silberpreis. Freeport McMoRan, ein Kupferproduzent, die Aktie schaut eigentlich noch relativ gut aus, muss man ehrlicherweise sagen, weil der Kupferpreis auch wieder ein bisschen gelitten hat. Freeport hat jetzt in Indonesien eine Ausnahmegenehmigungsverlängerung beantragt. Um was geht es da? Indonesien hat irgendwann mal gesagt, wir möchten ganz gerne mehr Anteil, mehr Arbeitsplätze an unseren Rohstoffen haben. Man hat gesagt, hey, wenn ihr
das Konzentrat verschifft, dann wird es irgendwo anders verarbeitet. Wir hätten ganz gerne, dass ihr das Konzentrat bei uns im Land verarbeitet. Also hat Freeport McMoRan damit begonnen, eine neue Schmelze zu bauen. In der Zwischenzeit hat man noch so eine Sondergenehmigung bekommen, dass man dieses Kupferkonzentrat weiterhin verschiffen darf. Die läuft im Mai aus. Im Mai soll auch die Schmelze fertiggestellt werden, aber bis die auf den kommerzielle Produktion, also komplett hochgefahren ist, wird es bis Ende des Jahres dauern. Jetzt haben wir eben beantragt, wir möchten ganz gerne bis Ende des Jahres unsere Sondergenehmigung zum Export von Kupferkonzentrat verlängert haben. Ich denke, das wird auch durchgehen, weil man eben von Seiten der Politik sieht, also zumindest nach meinem Empfinden, sieht, dass Freeport Wort gehalten hat, man hat dort was gebaut und man wird es eben in Zukunft verarbeiten. Vor Ort. Wie gesagt, Aktie sieht ordentlich aus. Ich glaube auch, dass das Kupfer ein großes Comeback wird. Jetzt können wir wieder diskutieren, wieso soll Kupfer ein Comeback bekommen, wenn wir vielleicht vor einer Rezession stehen. Einfacher Grund dafür, in meinen Augen, jahrzehntelange Unterinvestitionen in den Rohstoffsektor führen einfach dazu, dass das Angebot nicht wachsen kann im Moment. Das heißt, selbst in einer Rezession ist das mit den Büchern, selbst in der Rezession könnte es also dazu kommen, dass wir eine Unterdeckung des Marktes mit Industriemetallen haben. Also interessante Konstellation. Das Tückische dabei ist, und das einfach nur mal an der Stelle angemerkt, ohne dass man schon darauf stürzen müssen, das könnte dazu führen, dass die Inflation steigt in der Deflation. Macht keinen Sinn auf den ersten Blick, aber wir könnten durchaus eine wirtschaftliche Schrumpfung haben und gleichzeitig trotzdem steigende Rohstoffpreise, die wiederum die Inflation anheizen. Wäre eine ziemlich doofe Situation, insbesondere für die Notenbanken. Albemarle habe ich dabei, um eben auch meine Lithiumproduzenten dabei zu haben. Der Lithiumpreis fällt momentan wieder und das sehen Sie eben auch bei Albemarle. Aber auch hier kein neues Tief. Schaut ein bisschen übrigens so aus wie bei einigen Palladium-Sachen. Also insgesamt glaube ich auch, dass bei Lithium eine Bodenbildung im laufenden Jahr sehen. Und ich glaube tatsächlich, dass der Lithiumpreis insbesondere in der zweiten Jahreshälfte wieder steigen sollte. Diese Lagerbestände, die sie in China zweifelsohne aufgebaut hatten, sollten dann auch wieder abgebaut sein. Ich glaube, ich habe noch einen Uranwert dabei, und zwar habe ich diesmal Uranium Energy dabei. Uranium, also der Uransektor bleibt spannend. Es gab jetzt wieder von Seiten der USA, man will das angereichertes Uran oder schwach angereichertes Uran kaufen, auf Vorrat für diese neueste Generation der Kernreaktoren. Uranium Energy hat eine Marktkapitalisierung, da wird mir mittlerweile schwindlig. Ich betreibe kein Bashing in dieser Sendung oder in diesem Video, weil jeder Kurs steht da, wo er steht. Für mich ist die Aktie relativ teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich verstehe auch die Strategie des Unternehmens nicht so ganz. Man hat einige Projekte gekauft, wie zum Beispiel das Rough Rider Projekt in Kanada, wo ich sage, da haben sich so viele Konzerne daran versucht mittlerweile und so viele haben aufgegeben. Ich glaube, zuletzt war es eben auch Rio Tinto gewesen, die gesagt haben, dieses Projekt, das bekommen wir nicht in Produktion. Wo ich sage, ich habe meine Zweifel, dass das alles so funktioniert. Die Aktie steht da, wo sie steht, ist mittlerweile fast doppelt so teuer wie zum Beispiel Energy Fuels. In meinen Augen eine sehr, sehr ambitionierte Bewertung, aber Ehre wem Ehre gebührt, die Aktie ist an einem wahnsinnigen Lauf gehabt, hätte ich dem Unternehmen so nicht zugetraut oder insbesondere der Aktie so nicht zugetraut. Also, man hat auch noch reichlich Cash, man muss sich nicht zeugen, dass die irgendwann jetzt an den Markt gehen und sagen, wir sammeln wieder was ein, wobei es sicherlich verlockend ist, bei den Kursen hier nochmal Geld einzusammeln, um eben dann vielleicht irgendwie eine Produktion in Texas oder in Wyoming auf den Weg zu bringen. Aber insgesamt eine sehr, sehr ambitionierte Bewertung mittlerweile. Also, in dem Sinn wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, wieder, ich glaube, in der nächsten Woche. Und bis dahin, ja, machen Sie es gut. Ciao, genießen Sie das Wetter.